Hey, meine lieben Abonnenten und Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Was zocken wir ab jetzt? Wir spielen Elite Dangerous. Was ist dieses Game? Ist vom Prinzip her ein Weltraum-MMO. Also man hat hier ein Raumschiff, fliegt damit durchs All, erfüllt verschiedene Aufträge, kassiert Credits, kauft sich dann noch größere Raumschiffe, noch fiesere Waffen, noch geilere Dinger, die es einfach mal gibt so in dem Game. Also so halt standardmäßig in MMO, ne, spielen und immer stärker werden. Ich habe mir das Game eine ganze Weile lang angeguckt, mir viele Videos dazu angesehen und ich finde es absolut arschgeil und deswegen habe ich mir auch gesagt, das spiele ich doch jetzt mal selber und da mache ich auch mal ein paar Let's Plays zu. Runterladen kann man sich das direkt von der Hersteller-Homepage. Die Verlinkung dazu ist unter dem Video. Falls ihr Bock habt, das Spiel auch zu spielen, kostet 50 Euro, glaube ich. Doch, ich glaube, 49 Euro noch was habe ich dafür bezahlt. Ja, in jedem Fall. Ja, Freunde, und dann stelle ich euch das Spiel doch mal kurz vor. Wir sind jetzt hier im Hauptmenü. Vom Prinzip her können wir uns jetzt hier aussuchen, ob wir direkt starten wollen. Oder ob wir erstmal eine Ausbildung machen wollen. In der Ausbildung übt man halt verschiedene Sachen, die jetzt elementar sind für das Game. Wie Zielübungen, Kampfgrundlagen, fortgeschrittene Kampfgrundlagen. Dann halt Zeitwinderkampf, Wolfsrudel, Taktik, bla bla bla. Also alles, was es so in den Game gibt. Andocken, Sternreisen. Das ist ziemlich cool. Das Universum ist hier gigantisch groß in diesem Spiel. Man kann da auch zwischen den verschiedenen Universen mit so einem Jump-Modul hin und her springen. Man kann mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, um halt die verschiedenen planetaren Systeme zu erreichen. Absolut geile Scheiße, muss ich einfach mal sagen. Von den Optionen hier ist bei mir alles eingestellt. Und ich habe das Game jetzt nochmal resettet, komplett auf Anfang. Und ja, Freunde, würde ich doch einfach mal sagen, drücken wir doch mal direkt Start und gehen in das offene Spiel. Damit spielen wir ja dann sozusagen online. Frag mich jetzt aber bitte nicht, wie viele Server es in dem Game gibt und wie viele Spieler pro Server da drauf passen. Also so weit habe ich mich damit auch noch nicht befasst. Das müsste man dann mal später gucken, beziehungsweise so mit der Zeit erfährt man ja immer mehr über das Spiel. Ich bin vom Prinzip her jetzt so weit, dass ich sagen kann, ich kann zocken, ich weiß, worum es geht, aber alles gemacht habe ich bei Weitem noch nicht. Ich denke mal, das ist auch in der kurzen Zeit noch gar nicht möglich. Viele spielen es ja schon ab dem 18. Dezember. Ich spiele es jetzt seit dem 3. Januar. Von daher verzeiht mir, wenn ich bestimmte Sachen nicht weiß, aber ich denke mal, ich komme schon relativ gut klar in dem Game. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Das Original von Elite ist von 1984. Das gab es damals für den C64. Sieht extrem beschissen aus, aber früher auch schon ein sehr, sehr bekanntes Spiel. Ich selber habe das auch gerne gezockt, damals noch auf meinem alten C64. War eine schöne Sache, hat Spaß gemacht, aber wie gesagt, wenn man sich heute das Game anguckt, also da kriegt man Augenkrebs. Das geht einfach mal überhaupt nicht. Da ist diese Neuauflage natürlich schon mal wesentlich schöner. Und was können wir eigentlich alles so machen in dem Spiel? Wir starten jetzt hier gleich auf einer Raumstation, können uns da verschiedene Aufträge auswählen. Und eigentlich kann man so im Groben sagen, man kann vier Richtungen einschlagen in diesem Game. Also man kann einmal Pirat werden, man kann Kopfgeldjäger werden, man kann Händler werden, man kann... Was kann man denn noch so werden? Vier verschiedene Sachen waren es doch. Ach ja, Erkunder. Ne? Also auch mit Erkundung kann man hier Credits verdienen in dem Game. Man kann so die verschiedenen Sinnsysteme angeblich erkunden. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Kann ich auch gar nicht in der kurzen Zeit. Ja, und das sind halt so die verschiedenen Wege, die man einschlagen kann in dem Game, um halt an mehr Credits ranzukommen und um halt bei den bestimmten Fraktionen besser dazustehen bzw. schlechter dazustehen. Es soll sogar möglich sein, das ganze Spiel hier komplett zu verändern. Also dass im Endeffekt nicht mehr die Föderation so die führende Macht so ist in diesem Universum, sondern halt andere. Aber so lange läuft das Spiel noch nicht, dass ich das bestätigen könnte. Okay, das Game ist jetzt gestartet. Wir befinden uns jetzt hier in dem Trivi-Tik-Dok. Und da können wir jetzt erstmal eins machen. Einmal zurück zur Oberfläche. Dann sind wir halt auf der Landerampe, ne? Beziehungsweise Startrampe. Oder können auch direkt starten. Oder wir gehen erstmal zu den Sternenhafendiensten. Damit können wir nämlich erstmal in diesen Hafen reingucken, was hier so los ist. So, da baut sich die ganze Sache jetzt auf. Willkommen im Trivi-Hik-Dok. Wie man das auch immer ausspricht. Trivi-Tik-Dok. Gott, deswegen gleich zum Anfang so einen schweren Namen hier, sag ich mal. Dann haben wir hier einmal unseren Namen, ne? Commander Hotty. So wie sich das hier hört. Wunderbar. Unseren Kontostein, 1000 Credits. Damit können wir noch nicht viel besehen. Dann können wir hier unten aussuchen, einmal der Stationsservice, da sind wir da drinne. Da können wir Benzin auffüllen, beziehungsweise unsere Karre reparieren lassen, unsere Kniften nachladen lassen. Dann haben wir hier neben die Game News, da können wir uns bestimmte Sachen angucken. Interessant sind immer diese Verkehrsmeldungen. Da kann man zum Beispiel sehen, wie viele Schiffe jetzt schon in diesem System waren. Sidewinder, der Sidewinder ist übrigens das Schiff, was wir jetzt haben, das ist das standardmäßige Startschiff. Sind hier in den letzten 24 Stunden 10.071 passiert. Das sind auch die ganzen anderen Schiffe, denn hier, das Viper ist glaube ich ein Kampfschiff. Die Anaconda ist, glaube ich, ein riesiges Frachtschiff. Ich lege mich jetzt aber hier nicht fest, also schreibt bitte keine Hasskommentare. Wie gesagt, so lange spiele ich das Game noch nicht. Na, und da kann man halt sehen, wie viele von denen hier durchgeballert sind. Hier sieht man schon, das müssen die teureren Schiffe sein. 1, 3, 1, 1, also
Da sind nicht so viel durchgeballert, definitiv keine 10.000. Dann haben wir hier unten noch Reparatur. Da können wir halt einzelne Sachen reparieren lassen, wenn wir das wollen. Dann haben wir hier die Auftragstafel, das ist sehr, sehr wichtig. Hier können wir Aufträge einnehmen. Wenn ich jetzt gucke, bin ich natürlich schon mal so richtig schön am Arsch, weil gleich zum Start kriege ich keinen Auftrag, wo ich Kohle mit verdienen kann und den ich sofort annehmen könnte. Weil die Scheiße hier unten können wir nicht machen. Das sind zwar Aufträge, die gerne erledigt haben würden, aber dafür reicht unser Schiff nicht. Encorporation, Wave Slave, oh, und dann ist der Auftrag auch noch auf Englisch. Also es wurde noch nicht komplett eingedeutscht, das Spiel. Ich denke, das kommt erst später noch. Viele Aufträge sind schon auf Deutsch, aber manche sind halt immer noch auf Englisch. Und hier wollen sie jetzt von uns, dass wir... And you got to do, get to Sklaven to Assure... Also wir sollen den Sklaven besorgen. Mhm. Wo soll ich hier Sklaven hernehmen? Das weiß ich doch jetzt noch nicht. Ich meine, ich wollte hier so einen ganz stinknormalen Transportauftrag haben. Na gut, gucken wir erstmal woanders. Es kommen ja immer wieder neue Aufträge rein. Das hier ist erstmal das. Wie hieß die Scheiße jetzt genau? Kontakte heißt das. Hier kann man gucken, ob irgendwie Strafen aus einem ausgelegt sind. So, ne? Öffentliche Sicherheitsbüro, Kopfgelder, keine Kopfgelder. Pilotenvereinigung hat auch kein Geld für uns ausgesetzt, dass wir irgendeinen Scheiß gebaut haben. Und Kampfbelohnungen gibt's auch nicht. Also irgendein Typen, der hier schon seit langem gesucht wurde, haben wir auch nicht weggerotzt. Von daher kriegen wir da jetzt auch nichts für. Dann haben wir hier noch den Button Ausstattung. Da sehen wir jetzt übrigens unser Schiff. Da können wir die verschiedenen... einzelne Komponenten unseres Schiffs wechseln, zum Beispiel kaufen und ausstatten. Dann können wir hier die Bewaffnung links wechseln. Gehen wir mal einen zurück. Hier könnten wir dann die Bewaffnung von rechts wechseln. Allerdings, wir können uns da noch nichts leisten. Dann können wir hier die Werkzeugplätze, können wir uns bestimmte Sachen für kaufen, wie zum Beispiel hier Punktverteidigung oder halt elektronische Gegenmaßnahmen, falls irgendwelche Torpedos auf uns raufrauchen und so. Das kennt ihr ja bestimmt von Spielen wie Wing Commander und anderen Weltraumspielen. Da kann man alles so in den Werkzeugslot reinbauen. Also es ist wirklich jede Menge, was man machen kann. Und hier, wir sehen hier auch in dieser Station noch nicht alle Slots, weil das sind ziemlich kleine Stationen. In den größeren Stationen, da sieht man natürlich wirklich jedes einzelne bepisste Slot, den es gibt. So, bei innen, da können wir zum Beispiel unseren Rumpf verstärken, das Kraftwerk stärker machen. Da können wir halt längere Warpsprünge machen, ne? Die Schubdüsen verstärken, dass wir halt schneller fliegen können und. Selber habe ich mir auch noch nicht alles angeguckt. Das ist einfach mal viel zu viel. Und da können wir noch die Lackierung verändern. Das interessiert mich allerdings gar nicht. Ist mir doch scheißegal, wie die Karre von außen aussieht. Sehe ich sowieso nie. Und dann haben wir noch die Universal Cartographics. Und da können wir wohl Kartendaten kaufen von bestimmten Sonnensystemen. Ja, aber die Station bietet derzeit gar nichts an. So, gucken wir nochmal auf die Auftragstafel. Gibt es schon irgendwas Neues? Nee, gibt es nicht. Das finde ich natürlich super geil. Also mache ich jetzt einfach mal eins. Ich gucke noch ein letztes Mal rein, ob es vielleicht doch was gibt, was ich tun könnte. Hey, Jungs, ihr müsst doch irgendwas haben. Das kann doch nicht sein, jo. Gleich zum Start hier so eine Scheiße. Naja, was soll's. Dann starten wir einfach mal und fliegen zu irgendeinem anderen beschissenen Sternendock halt hin. Und da das jetzt unser erster Start ist, müssen wir jetzt erstmal alle Tasten nochmal durchdrücken. So, rechts gieren, D. Jawohl. Ach, muss man länger drücken. Gut, haben wir. Links gieren, A. Jawohl, haut hin. Schub nach rechts, E. Läuft, Junge. Schub nach links. Läuft hoch. Vorwärts. Ja. Schub. Aufwärts und abwärts ist das. Ja, ganz genau. Jetzt haben wir hier hochregeln, runterregeln. Also das ist vorwärts und rückwärts. So, rennt. Runterregeln. Komm, Junge. Bremse. Ah, da kommt sie. Jawohl, Bremse geht. Wahrscheinlich noch ein bisschen Luft und Hydraulik drin gewesen. Fahrwerktest. L. So, läuft. Fahrwerk ist ein- und ausfahrbar. Waffenverwendungstest. Ja, drücken wir einfach mal drauf. Ziel voraus, T, das ist unsere Zielanvisierung, primäre Waffe, Maus 1, läuft. Oberflächenfokus, Umschalt links. So, läuft auch. Wunderbar, jetzt können wir los. Die Sicherheitsverkehrungen sind abgeschlossen. Das müssen wir natürlich nur einmal machen. Also nicht, dass ihr denkt, dass ihr vor jedem bekackten Start hier in dem Spiel die ganzen Tasten nochmal durchdrücken müsst. Das würde ja extrem nerven. So, jetzt startet der Hobel. Die Startrampe geht runter. Gleich müssen wir dann die Freigabe kriegen, dass wir hier losziehen können. Jawohl, jetzt ist es soweit. Dann gebe ich mal kräftig Stoff. So, und jetzt sind wir runter von dieser Raumstation. Und das ist wirklich nur eine kleine Raumstation da hinten. Das sind, glaube ich, die kleinsten, die es gibt in diesem Spiel. Also noch kleiner habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Wie gesagt, da sind dann auch nicht alle Optionen freigeschaltet. Wir fliegen jetzt hier mit 80. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Einheit ist. Jetzt habe ich die Landungsklappen eingefahren. Jetzt kann ich 160 fliegen, also doppelt so schnell. Ja. Links sehen wir vom Prinzip her unser Schiff und die dazugehörigen Schilde. Rechts haben wir so ein kleines Navi. Das zeigt jetzt erstmal nichts an, da ich... genau umgedreht. Mensch, bin ich doch blöde. Rechts sehen wir die Schilde und unser...
unser Flugzeug, ne, also unser Raumschiff, und links, da sehen wir das Navi. Da ich jetzt aber noch nichts angewählt habe, zeigt mir das natürlich auch nichts an. Ne. Da wird mir zum Beispiel auch das Ziel angezeigt werden, was ich gerade anvisiert habe. Da haben wir irgend so einen hässlichen Planeten. Ich drehe mich jetzt mal rum, versuche mal die Raumstation hier reinzubekommen. Könnt ihr mal sehen, wie groß die ungefähr ist. Da hinten ist eine Sonne, da könnte man zum Beispiel auch hinfliegen, ist absolut gar kein Thema. Wir werden hier noch viele Sonnen sehen in dem Spiel. So, und das ist jetzt hier die Raumstation von einer Entfernung aus 5 Kilometern. Ne? Also für 5 Kilometer weg ist das Ding echt mickrig. Da gibt es wesentlich größere Objekte. Ja, Freunde, und wir wollen ja jetzt erstmal zu einer anderen Raumstation. Dazu muss ich 1 drücken, dann komme ich hier drüben in mein Navigationsmenü. Und jetzt habe ich alles hier zu stehen, was es so in dem Orbit gibt. Wir sind ja von dem Trivenik-Dock gekommen. Und dann würde ich mal sagen, Japping Enterprise. Das ist, glaube ich, auch so eine kleine Station. Hier in diesem Orbiter gibt es so eine richtig fette. Und das ist der Deuton Gateway, ganz genau. Der Deuton Gateway, das Ding ist riesig. Da fliegen wir jetzt auch einfach mal hin. Ich wähle das mal an. So, Ziel festlegen. Wunderbar. Dann gehen wir aus dem Navi mal wieder raus. Jetzt können wir uns mit unserem Kompass, den ihr, na, wie soll ich das so sagen, neben den 50%, so links daneben, da ist ein Kompass. Und da seht ihr euer angewähltes Ziel, wo das ungefähr ist. So, jetzt richten wir uns mal aus zu dem Deuton Gateway. Und das würde jetzt 169 Lichtstunden dauern, da hinzukommen. Also ganz schön weit weg, ne? Richtig extrem weit weg. Ich gebe jetzt mal Gas. Ich gebe Gas, habe ich gesagt. Los, komm aus dem Nachschub, du Drecksteil. Jetzt zeigt uns das Spiel auch an, wie lange wir ungefähr bräuchten, um da hinzukommen. Und Leute, diese Zeitanzeige, die ist echt Zeit. Also wenn wir jetzt so weiterfliegen würden, würden wir ein Jahr brauchen, um da hinzukommen. Da haben wir natürlich null Bock drauf. Von daher zünden wir jetzt mal die Lichtgeschwindigkeit. Also wenn ihr eine Standard-Tastaturbelegung habt, dann ist das auf J. So, jetzt wird die Lichtgeschwindigkeit geladen. Das ist so wie in Star Wars hier, so Han Solo, wenn er versucht auf Lichtgeschwindigkeit zu kommen, nur bei uns funktioniert es halt. Unser Antrieb ist noch nicht so im Arsch, wir haben nicht so eine reue Dreckslaube wie der. Und guckt mal an, wie schön schnell wir jetzt sind. Na, das geht doch ab, oder? 8 Stunden, 7 Stunden, 6 Stunden, 5 Stunden. Was, verlangsam? Achso, das ist wegen dem Planeten, der jetzt über mir ist. Aber ist hier ein Arsch, das ignorieren wir einfach mal. Warum soll ich mich hier an Verkehrsregeln halten, wenn ich das noch nicht mal auf der Straße mit meinem Auto mache? Für einen Arsch. Hier ist doch überall noch Platz. Die können alle an mir vorbeifliegen, wenn sie das wollen. So, 3 Stunden. Gleich sind wir bei 2 Stunden, die wir noch brauchen, um da hinzukommen. Das Ding wird immer schneller. Könnt ihr unten an der Geschwindigkeitsanzeige sehen. Wir machen jetzt schon 10, jetzt 11, jetzt 12, noch was. Sekunde. Keine Ahnung, was das heißen soll. Millionstel Meilen die Sekunde. Ich habe keinen Plan. Und jetzt steht da 0,12C. Was das heißen soll, weiß ich noch wesentlich weniger. Aber in jedem Fall ist das ganz schön schnell. Jetzt gehen noch langsam die Lichtjahre runter. Die Lichtstunden-Lichtjahre ist es ja noch nicht entfernt. Bei Lichtjahren, da müssen wir dann doch so einen Warpsprung machen. Ja, und da brettern wir doch mal schön drauf zu. Alles andere, was ihr hier seht, wo Halbkreise drum sind, da sind auch irgendwelche Objekte. Da müsste man mal hingucken, man kann diese Objekte, es gibt auch unerforschte Objekte, ne? Die kann man dann erforschen. Da hat man einen Scanner, den müssen wir erstmal aktivieren. Aber so viel will ich euch noch gar nicht jetzt zum Anfang anbieten hier. Das Game ist ja nur wirklich gigantisch. Ich glaube, die Tastatur, die reicht gar nicht hin, um da alle Knöpfe zu belegen. Da müssen wir normalerweise noch anbauen. So, jetzt brauchen wir doch, jetzt müssen wir langsamer werden. 5 Sekunden, dann sind wir da. Da müssen wir mal langsam bremsen. Ansonsten krachen wir hier in den Planeten rein. So, jetzt sehen wir hier das Sternsystem. Oh, Mensch, langsamer. Nein, voll dran vorbeigeschossen hier in der Station. Da habe ich doch mal viel zu viel gequatscht. So, langsamer werden. Dann richten wir uns mal wieder aus zu der Station, wo sie sein soll. Da hinten, jawohl, da vorne, da kreist sie um den Planeten halt drumherum. So, jetzt nochmal kurz Gas gegeben. So, 11, 10, 9. Oh, da müssen wir jetzt schon mal wieder bremsen. Nicht, dass wir wieder gnadenlos hier an das Sternsystem vorbeirauchen. Ah, rüber, schön mittig ausrichten, dann dauert es nicht ganz so lange. Jetzt nochmal ein bisschen Gassi geben. So, 13, 12, 11, 10. Also die Umlaufbahn von der Station, die kann ich schon mal relativ gut erkennen. Die Station selber allerdings noch nicht. Der Deuton Gateway, das ist, glaube ich, wirklich so eine riesige Raumstation gewesen. Das ist extrem geil, da hat man sehr, sehr viele Möglichkeiten, was zu machen. Gibt es auch immer viele Missionen, die zu erledigen sind. Mensch, Junge, jetzt gibt doch mal hier ein bisschen Gas hier. Wenn ich den ganzen Tag warten. 12, 11, 10. Aber für den Wiedereintritt müssen wir halt auch die richtige Geschwindigkeit haben. Ne? Wir müssen ja irgendwann hier. Jetzt müssen wir wieder bremsen. Ansonsten rauchen wir wieder hier an dem Gateway dran vorbei. So, langsamer. Jawohl, und jetzt können wir den Wiedereintritt machen. Jetzt verlassen wir wieder die Lichtgeschwindigkeit und gehen wieder zurück auf normale Geschwindigkeit. Wir müssen dann gleich direkt vor der Station stehen. Jawohl, da sind wir. Und das ist der Deuton Gateway. Jetzt sind wir vom Prinzip ja von der kleinsten Station zur größten Station geflogen. Da habt ihr gleich mal so die Unterschiede gesehen.
düsen wir mal ran in das Teil. Ich glaube, der Eingang ist da oben. Ja, das sieht so aus. Aber erstmal müssen wir halt ranfliegen. Wir sind ja nur 8 Kilometer entfernt. Und dann müssen wir die Kollegen erstmal anfunken, um Landeerlaubnis zu bitten. Deuten Gateway, Landeerlaubnis anfordern. Docking Request granted. Ah, Docking Request granted. Das heißt so viel wie kein Sliden, du kleines Arschloch. Ja, dann fliegen wir doch mal zu dem Schlitz, wo wir rein müssen. Da könnt ihr mal wirklich sehen, was das für ein Riesenteil ist. Ich drehe mich jetzt mal hier auf den Kopf. Na, guckt mal an. So ein Ding, Alter, Junge. Das sieht doch so ein bisschen aus wie hier so Deep Space Nine. Wenn ihr so die Star Trek-Serie noch kennt, Deep Space Nine. Das war eigentlich die beschissenste Star Trek-Serie ever. Fand ich jedenfalls so. Da gab es keinen Captain Picard, da gab es keinen Captain Kirk. Das war einfach mal scheiße. Genauso kacke wie Vanisher. Aber ich will mich hier nicht auslassen. Es gibt mit Sicherheit genug Fans von diesen Serien, die mich dann jetzt hier zuflehen würden. Sagen wir es mal so, die Serien waren auch gut, aber ich fand sie halt nicht so gut wie halt die ersten alten Star Trek-Serien, ne? Ja, Freunde, jetzt müssen wir mal gucken, vor dem Eingang, da ist immer so ein kleines Gittergestell. Das muss man auch relativ gut treffen, ansonsten bleiben wir hier irgendwo hängen, so ein bisschen langsamer hier, du Dreckskern. Und wir müssen auf Landeplatz 28, na, da werden wir nochmal gucken, ob wir den hier finden. Da vorne ist die 21, 24, 28, 28 ist da hinten, alles klar, da müssen wir hin. Richten wir das Schiff schon mal aus, dass wir ungefähr hinkommen. Guck mal hier, rechts an der Seite, das ist schon so ein richtig fettes Frachtschiff. Da kann man echt gigantische Massen an Fracht mit hin und her transportieren und dementsprechend natürlich schneller Geld verdienen, um sich dann vielleicht auch ein richtig geiles Kampfschiff zu kaufen und damit Kopfgeldjäger zu werden. So, jetzt wollen wir mal langsamer werden. Nicht, dass wir hier noch in den Dock volle Kanone reinkrachen. Ja, ich wollte es gerade sagen, das Fahrwerk natürlich ausfahren. Und jetzt haben wir hier so eine kleine Anzeige in der Mitte. Da müssen wir gucken, dass wir halt mit dem Punkt, der da unten ist, genau die Mitte von diesem Fahnenkreuz treffen. Beziehungsweise von der Zielscheibe. Das sieht auch schon ganz gut aus, wie wir das so machen. Fliegen wir mal etwas näher ran. So, rüber, nochmal leicht einlenken. Jawohl. Jetzt langsam hoch, dass wir nicht aufschlagen. Ja, unsere Schilde schlagen schon auf. Jetzt etwas bremsen, langsamer werden. Jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal ein Stückchen drehen. Und da stehen wir. Wunderbar, wunderbar. Gehen wir erstmal in den Hangar rein, dann wird der Landeplatz wieder frei für andere Spieler. Es gibt ja hier unter anderem wirklich auch, wenn der richtig fett belegt ist, der Server, solche Sachen, dass ihr nicht landen könnt, weil halt alle Landeplätze belegt sind. Und dann gibt es so eine Arschlöcher, die lassen sich halt nicht in den Hangar verfrachten, sondern bleiben da oben drauf stehen, ne? Und hier kommt in Ewigkeiten nicht weiter. So, willkommen im Deuten Gateway. Hier haben wir zum Beispiel dann jetzt auch noch Werft. Aber erstmal gehe ich bei Auftragstafel rein. Ich möchte einen vernünftigen Lieferant dringend gesucht. Verfügbar, aber nicht erreichbare Mission. Ey, ich kotze ab. Sag mal, gibt's denn hier keine Mission, die ich machen kann oder was? Was ist denn das für eine Scheiße? Normalerweise hat man gleich zum Anfang immer irgendeine simple Mission, die man halt sofort erledigen kann. Aber ja, wenn ich immer eine Aufnahme mache, dann funktioniert das natürlich nicht. Das war wieder sowas von dermaßen arschklar, ey. Naja, jedenfalls haben wir hier zum Beispiel noch eine Werft. Ihr habt doch so die verschiedenen Typen. Der Lakon-Typ 9 Heavy, der kostet zum Beispiel 76.000 Credits. Nein, Quatsch, was erzähle ich? 76 Millionen Credits, also das ist echt übel. Das Ding kostet 37 Millionen Credits, das ist ein föderales Abwurfschiff. Föderale Abwurfschiff, das ist ein Lastesel, also ist halt auch ein ziemlich großer Tanker, ne? Zivile Version des Militärsmodells, Akquisition, Betrieb, ja, das scheint halt so ein etwas größeres Kampfschiff zu sein. Ja, und den Typ 7 Transporter, so wie er sagt, ist das natürlich auch ein Transporter. Der Howler, Basismodell, war ein großer Erfolg. Das ist auch ein Frachtschiff. Haben wir hier kein Kriegsschiff mit bei? Nee, Kriegsschiffe werden gerade nicht angeboten. Na gut, scheiße Hund drauf, wir können uns eh keins leisten. Dann haben wir hier zum Beispiel noch einen Warenmarkt. Da können wir draufklicken, da können wir hier noch verschiedene Waren einkaufen, die natürlich ein anderes System dann wahrscheinlich teurer verkaufen. Hier sieht man halt so den Einkaufspreis, ne? 119 und der galaktische Durchschnittspreis davon ist 259, also Mineralöl würde sich jetzt lohnen zu transportieren, müssen wir allerdings das System verlassen, im selben System wird das nicht teurer verkauft werden. Das definitiv nicht, wenn wir es hier verkaufen würden, würden wir dafür 106 kriegen, wenn wir also richtig schön Nasse beimachen. Verlassen wir das mal, haben wir hier sonst noch irgendwas Neues? Ausstattung, da waren wir schon, Reparatur, Munition, nee, Service, naja, wir lassen das mal auftanken. 998 Credits und es wäre echt mal richtig geil, wenn ich jetzt hier mal so einen total beschissenen, simplen Auftrag kriegen würde, aber scheint es in gerade so viele Leute online, dass sie mir die ganzen guten Aufträge hier wegklauen. Das regt mich jetzt natürlich übel auf, Freunde. Das könnt ihr echt annehmen. Aber gut, ich sag's mal so, ich mache jetzt erstmal einen kleinen Cut. Werde mich zur nächsten Space Station hinbewegen. Und wenn ich einen Auftrag habe, dann starte ich die nächste Aufnahme. Also Freunde, ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und ciao. Abonnieren und liken nicht vergessen. Tschüss.